Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einem eher ungewöhnlichen Video. Ich habe es zuletzt bei Star Wars gemacht, als ich noch völlig hyped war auf Episode 9, hat sich ein bisschen abgeklungen momentan. Heute wurde endlich nach langer Warterei der neue Trailer zum neuen James, oder der erste Trailer zum neuen James Bond Film veröffentlicht. Und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal und schaue mir das Ding jetzt mit euch gemeinsam an. Ich musste mich gerade sehr zurückhalten, ich bin gerade aus dem Bett gefallen regelrecht und musste mich zurückhalten, noch nicht reinzuschauen. Ich bin sehr gespannt, ich habe hohe Erwartungen an diesen Film, nachdem ich mit Spectre nicht wirklich zufrieden war. Ich finde, da gab es viele Baustellen, ist ja auch allgemein bei den James-Bond-Fans jetzt nicht so ultra beliebt, nachdem Skyfall so stark war. Ich wünsche mir jetzt vor allem schon mal kurze Prediction von dem Film. Auf jeden Fall bitte wieder Humor, bitte keinen weinerlichen James Bond mehr. Einfach mal so ein Standalone-Job, wo er sagt, komm, ich habe jetzt nicht unbedingt den mega persönlichen Bezug. Vespa aus Casino Royale ist lange tot, ich bin darüber hinweg und habe einfach jetzt Bock, eine Mission zu übernehmen und einen wahnsinnigen Schurken zu besiegen. Wir schauen mal rein. Storytechnisch weiß ich auch nicht mehr als die Synopsis. Wir schauen jetzt auf Englisch. Ich bin mega gespannt und hab mega Bock auf das Ding. Okay, alright, los geht's. Huiuiui. Und bitte James Bond Mucke. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. I thought you two would get along. Name? Bond. James Bond. So you're not dead? Hello, Q, I've missed you. It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control... I'm not going to lose... control. You gave up everything for her. When her secret finds its way out, it'll be the death of him. What is it? You don't know what this is. James Bond. License to kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. History isn't kind to men who play God. Oh weia. Also was auf jeden Fall schon mal bestätigt wurde, war ja auch so die größte Debatte in den letzten Wochen und Monaten in den Medien, dass die junge Dame, auf die James Bond hier in dem Zimmer trifft, dass die offensichtlich jetzt Doppel-Null-Agentin ist. Also es wird nicht genau gesagt, dass sie 007 ist, aber es ist naheliegend, weil James Bond eben im Ruhestand ist, warum auch immer er schon wieder im Ruhestand ist. Er war nach Casino Royale im Ruhestand, nach Quantum of Solace war er kurz wieder da, bei Skyfall war er ganz am Anfang im Ruhestand, ist am Ende wieder da und bei Spectre geht er am Ende auch wieder in Ruhestand. Und ja gut, vielleicht ist er deswegen jetzt final im Ruhestand, aber er kommt doch trotzdem nochmal zurück. Das ist schon irgendwie so ein bisschen nicht so unbedingt die konsequenteste
Storyline von James Bond. Aber mein Gott, wer bin ich, das zu bewerten? Auf jeden Fall, er war weg. Deswegen hat sie jetzt hier nicht nur Doppel-Null-Status, sondern ich bin ziemlich sicher, dass sie eben tatsächlich dann auch 007 ist. Ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich finde auch die ganze Diskussion, die es darum gab, James Bond ist jetzt weiblich, völliger Schwachsinn, darum ging es ja nie. James Bond ist James Bond, aber sie ist eben 007. Und die Nummer ist ja nicht an den Namen geknüpft, sondern eben an den jeweiligen Agenten. Deswegen, ich glaube, das könnte einen interessanten Schlagabtausch geben. Deswegen freue ich mich auf diese Dialogszenen. Und sie wirkt halt auch einfach, ich kenne ihren Namen leider gerade nicht, sehr, sehr cool. Ansonsten, was auch schon so ein bisschen bekannt war, ich hatte immer mal wieder so ein bisschen mich informiert, was momentan auch durchsickert, ist, dass Felix Leiter wieder zurückkehrt. Das ist der junge Mann hier in der Bar, den haben wir das erste Mal, glaube ich, auch bei Casino Royale schon kennengelernt. Felix Leiter ist eine Figur, die es schon lange im James Bond Universum gibt, ist quasi so der Kontakt nach Amerika, weil Felix Leiter bei der CIA arbeitet und so der Verbindungsmann zu James Bond ist. Und ich glaube aber trotzdem, so sehr ich Jeffrey White, heißt er, glaube ich, mag, auch in der Rolle des Felix Leiter, dass das hier leider seine einzige Szene bleiben wird. Den Shot hier, den gab es ja schon im Teaser von vor zwei Tagen, den fand ich mega skurril, weil Daniel Craig sieht aus wie Michael Myers, oder? Mit dem Overall hier. Ihm fehlt nur noch diese weiße Maske und es könnte auch irgendwie der Trailer zu Halloween 2 sein. Geil ist natürlich, dass hier der V8 aus Der Hauch des Todes wieder zurückkommt. Ich finde, das ist eins der schönsten James-Bond-Autos. Hier sieht man es nochmal. Ja, damals gefahren von Timothy Dalton. Und das ist natürlich hier, das ist James Bond, wie ich ihn mir wünsche, wie ich Bock auf ihn habe. Aber dann geht es leider schon wieder steil bergab, mit der ersten Line zu starten, wo ist James Bond? Ich glaube, jeder James-Bond-Film mit Daniel Craig-Ära hat diesen Satz. Ist so ein bisschen der Running Gag. Und man muss auch sagen, nicht unbedingt die beste Einstellung von Ralph Fiennes, oder? Er ist alt geworden. Ich weiß nicht, ob er... Also, wie sieht er sieht irgendwie dick aus, aber gleichzeitig mega muskelbepackt. Als wäre hier so ein kleiner Hulk-Körper drunter. Aber, wie gesagt, auf M habe ich trotzdem Bock. Ich habe mich am Ende von Skyfall sau gefreut. Ich fand die Szene so geil, als er zu M wurde und die Line fiel mit Are you ready to get back to work? Und Daniel Craig dann sagt, with pleasure, M, with pleasure. Habe ich im Kino Rotz und Wasser, glaube ich, geheult, wenn ich mich richtig erinnere. Weil ich dachte, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's jetzt auch in der Daniel Craig-Ära angekommen. James Bond nicht mehr persönlich attached zu irgendwelchen Fällen. Vespa Lind ist tot. Da müssen wir jetzt nicht noch weiter drauf rumreiten. Jetzt geht's wieder. James Bond kriegt eine klassische Mission und legt einfach los, die Welt zu retten. Und das war dann bei Spectre meine Hoffnung. Dann gab's aber diesen grauenvollen Twist mit Blofeld, der sein Bruder ist. Und der ja auch kein Twist war, weil lassen wir die Kirche mal durch. Ich will jetzt gar nicht so lange über Spectre reden, aber dieser Twist bei Spectre, dass Oberhauser, Christoph Waltz, Blofeld ist, hat ja schon deshalb nicht funktioniert, weil die Leute, die nicht im James-Bond-Universum drin sind, wussten nicht, wer Blofeld ist, haben deswegen, als Christoph Waltz dann sagt, mein richtiger Name ist Blofeld, überhaupt nicht verstanden, worum es gerade geht. Und die, die im James-Bond-Universum drin sind, die wussten von Sekunde 1, natürlich ist es Blofeld. Also man muss es dann auch nicht bedeutungsschwangerer irgendwie inszenieren, als es ist, wenn das Grundmaterial eigentlich doch relativ dünn ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt geht es hier halt auch schon wieder in so eine Richtung, wo ich am Anfang dachte, so geil, Verfolgungsjagd, Daniel Craig hier, fieser Gesichtsausdruck. Und dann droppt Madeline die Line mit ihrem Geheimnis, oder wie war's? Nee, wir haben nur deins noch nicht. Wir haben dein Geheimnis noch nicht. Jetzt, okay, jetzt hat James Bond keine Geheimnisse mehr. Wie auch, wir haben ja nach vier Filmen, nun wirklich alles über ihn erfahren, mehr als mir lieb ist. Jetzt geht's an Madeline und da auch ein ganz, ganz großes Problem für mich. Madeline, Lea Seydoux, ich liebe sie wirklich sehr, eine tolle Schauspielerin. Problem ist für mich nur, dass die beiden für mich nie eine funktionierende Chemie hatten. Schon bei Spectre nicht. Denn ich weiß nicht, ob man jetzt Spectre unbedingt für den Film gesehen haben muss, aber für die jetzt gerade nicht drin sind, sie ist gleichzeitig der Sidekick von James Bond aus Spectre. Da ist sie quasi das Bond-Girl und am Ende fahren sie gemeinsam gegen Sonnenuntergang.
Und das Problem ist, dass sie da halt schon wirklich irgendwie nicht wirklich authentisch verliebt ineinander waren. Es wirkte immer eher so, als wäre James Bond so ein kranker Stalker, der sie so ein bisschen nötigt, irgendwie mit ihr jetzt auf die Reise zu gehen. Und dann gibt es so eine mega weirde Zugszene, woraufhin sie sich gefühlt 2 Minuten später irgendwie um den Hals fallen, obwohl sie sich eine Stunde vorher noch gehasst haben. Und das zieht sich so bis zum Ende durch. Irgendwie wirkten die nie wirklich so, wie beispielsweise Daniel Craig und oder James Bond und Vespa Lind in Casino Royale, was großartig funktionierte, was ich total gekauft habe und was wirklich eine tolle Liebesgeschichte auch war. Und Casino Royale, sowieso großartiger Film. Und jetzt spielt sie wieder irgendwie eine Rolle, was hier durchaus interessant sein kann, aber da jetzt hier ja später auch von Christoph Waltz die Lines gedroppt werden. You gave up everything for her. Er ist alles für sie aufgegeben. Okay, auf jeden Fall. Man erahnt auch langsam so ein bisschen die Chronologie. In Italien so ein bisschen Romanze, Romanze. Und dann offensichtlich auch wieder auseinandergegangen, warum jetzt auch immer. Und dann halt auch wirklich das, nach all dem, was Daniel Craig, James Bond passiert ist. Dann geht er hier um die Ecke. Control. Und lost the control, Alter. Ey, er lost the control. Also das muss mir wirklich jetzt sehr, sehr gut im Film erklärt werden, warum er jetzt, was da vorgefallen ist. Also entweder muss sie ihn jetzt wirklich schon mit komplett Halbitalien betrogen haben oder auf der bösen Seite stehen oder wirklich ein richtig, richtig fieses Geheimnis haben, dass er da jetzt schon wieder so aus der Bahn geworfen wird. Ich, wie gesagt, ich habe halt auch so ein bisschen das Problem, dass ich manchmal wirklich mich so ein bisschen einfach nach diesem Pierce Brosnan James Bond sehne. Sehne, nicht Sähne. Der hat grauenvolle Drehbücher gehabt. GoldenEye, großartiger Film. Auch großartiges Drehbuch, einer meiner absoluten Lieblingsbonds. Danach ging es steil bergab. Aber Pierce Brosnan hat es einfach geschafft, diesen Ruthless Killer perfekt zu kombinieren mit diesem charmanten, lockeren Spruch. Hier, Chickimicki, so muss das sein. Und im nächsten Moment tötet er jemanden und man glaubt es ihm. Hier wirkt es immer so, wenngleich ich die Szene hier im Trailer sehr schön fand, wo er das erste Mal auf Q trifft. Hello, Q, I've missed you. Das sind so die Momente, wo ich mir, weißt du, mit so einem diebischen Grinsen und ach komm, lass mich durch hier, die ich mir wünsche von James Bond, dass er jetzt nicht mit so einem Schmollgesicht melancholisch da in die Tür reingeht und sagt, bitte, ich brauche deine Hilfe, denn alle haben mich wieder im Stich gelassen, sondern da scheint er schon gefestigt zu sein, aber es wirkt halt auch bei Daniel Craig immer so ein bisschen gezwungen. Das finde ich auch mega weird hier, das ist ein richtiger Marvel-Move. Und vor allem, ich habe das Gefühl, es schon gesehen zu haben, weil es ist doch eigentlich hier auch mega recycelt jetzt von Skyfall. Bloß, dass James Bond diesmal nicht von Moneypenny runtergeknallt wird, sondern er beschließt selber zu springen. James Bond, was geht eigentlich vor in deinem Kopf innen drin, Alter? Name? Bond. James Bond. Ist halt auch schon wieder, wirkt schon wieder so ein bisschen wie, ja, wir müssen es mal anders machen. Wir müssen es mal anschauen, die ganze Zeit jetzt irgendwie 25 Filme davor, immer irgendwie lässig und locker. Ja, natürlich, weil es so cool ist. Ein paar Zutaten des James-Bond-Cocktails sollte man doch auch bitte beibehalten, wenn es die Quintessenz der Serie ist. Dazu zählt nicht nur die Line James Bond, sondern auch der Wodka-Martini und die Gadgets. Und das alles haben wir jetzt so Stück für Stück zurückbekommen. Nachvollziehbar, weil es ja auch eine Art Origin-Story von James Bond jetzt war. Aber jetzt ist sie doch mal langsam abgeschlossen. So dermaßen viel gibt der Charakter James Bond jetzt auch nicht her, dass man jetzt nach 5 Filmen immer noch irgendwie daran rumdoktoren muss. Und ich will einfach wieder einen klassischen James Bond Film mit einem klassischen Over-the-Top-Bösewicht, mit abgefahrenen Sequenzen, mit coolen Sprüchen, mit einer geilen Action. Und die Action, muss ich leider sagen, lässt mich jetzt hier auch so ein bisschen locker. Da habe ich das Gefühl, dass Mission Impossible da inzwischen das bessere James Bond ist, weil mich holt das jetzt hier alles nicht so mega ab. Ist natürlich schön, dass das hier alles, ich hatte das hier im Making-of gesehen, wirklich so entstanden ist und nicht am Computer. Aber abgesehen von der Szene hier mit dem DB5, das liebe ich halt. Allein auch hier, weißt du, der Blick von Daniel Craig. Oh nein, wir sind in Gefahr. Den Blick hat er überhaupt nicht. Er hat von allen Seiten beschossen, aber er denkt sich eher, oh, jetzt habt ihr aber ein Problem, denn ich habe hier in meinen Frontscheinwerfern keine kleinen Maschinengewehre mehr, sondern jetzt Machine Guns, eine Railgun. Und guck mal hier, der Blick, den habe ich noch gar nicht gesehen. Du, guck mal hier, muss ich direkt mal groß machen. Stahlblauen Augen, bestimmt nicht nachbearbeitet. Gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Mir gefällt auch die Interpretation der Gun Barrel hier.
Bin gespannt, ob sie das jetzt nur für den Trailer gedreht haben oder ob das jetzt auch wieder eingearbeitet ist hier in die Opening Sequence. Ich lasse ihn jetzt noch einmal durchlaufen, zu gucken, ob mir irgendwas so einfällt. The world is arming faster than we can respond. Das finde ich auch großartig. Weil das ist so der Standardspruch der Daniel Craig-Ära. Bei den alten James-Bond-Filmen in den 90ern, wie war er da? Da hat der Trailersprecher immer gesagt, the world is on the edge. Oder irgendwie sowas. Es war immer der Anfang. Die Welt steht im Abgrund und es gibt nur einen Mann mit nur einer Nummer, der das Problem jetzt lösen kann. Und bei Daniel Craig ist es immer, dass sich alles schneller bewegt, als der MI6 fassen kann. Der MI6 ist der Geheimdienst Großbritanniens, ist irgendwie immer überfordert und überrascht davon, wie schnell sich alles entwickelt. Finde ich großartig. Spricht sehr für den Geheimdienst. Ist das auch eigentlich Daniel Craig? Tatsächlich, ja. Das finde ich cool, dass er auch so ein bisschen im Big Lebowski-Style hier unterwegs ist. Nur ein bisschen wandern durch die Stadt, ein paar Pilze vielleicht gesammelt auf Jamaica. Name? Bond. James Bond. Wobei ich auch, ich finde es halt cool, wenn er die Line eher deshalb droppt, weil Bond, du weißt doch, wer ich bin, aber sich eigentlich keiner mehr dran erinnert beim MI6. Das fände ich wiederum cool. Dass er, ja, das habe ich gar nicht verstanden. Er geht da hin und denkt so, ich bin James Bond. Aber alle haben ihn irgendwie vergessen. Ja, so ist es vielleicht auch, so ist es vermutlich auch gemeint. Das finde ich irgendwie wiederum cool. Ich muss mir nochmal angucken. James Bond. Name? Bond. Bond wer? Ich habe hier 27 Bonds. James Bond. Ja, doch. So, you're not there. So finde ich es cool. Look, you, I've missed you. It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control, I'm not going to lose control. So, hier die exakt selbe Szene wie aus Skyfall, damals mit Javier Bardem, jetzt mit Christoph Waltz. Dadurch, dass sie die Szene hier direkt im Trailer zeigen, bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch tatsächlich die einzige Szene von Christoph Waltz bleiben wird. Vielleicht wird er am Ende noch irgendwie befreit oder sowas. Seine Wunden sehen hier schon mal besser aus als in Spectre, denn er hat immer diese Narbe gehabt durchs Auge. When her secret finds its way out, it'll be the death of him. What is it? You don't know what this is. Was meint sie denn da? Ist da irgendwas Entschuldigung, rausretuschiert oder warum hält er die Hand so? Es wird alles so superheldenmäßig. Als wäre sie irgendwie, ich hab hier wie Marvel, wie heißt denn nochmal dieses Geschwisterpärchen, dieses russische? Die wird doch auch hier von Katie Olsen oder sowas gespielt. So wirkt sie die ganze Zeit. Dann hätte sie irgendwie so telekinetische Fähigkeiten oder sowas. Und alle reißen sich darum. Gehört aber auch nicht in James Bond Film. Das sind für mich die stärksten Aufnahmen hier. James Bond. Und wie heißt der? Rami Malek, der Schauspieler von Mr. Robot und auch jetzt zuletzt Bohemian Rhapsody. Auf den habe ich richtig Bock. Der größte Lichtblick, was den Film betrifft. History of violence. I could be speaking to- auch hier, die Szene, auch allein vom Sakko. Schaut euch bitte den Skyfall-Trailer an. Er könnte exakt aus diesem Film kommen. Da über die Dächer von Istanbul. Und der sieht genauso aus wie der Bösewicht, den James Bond da verfolgt. Das finde ich komisch, diese Entscheidung. Also da kann man auch zumindest mal andere Sakko anziehen. Es ist, glaube ich, Daniel Craig hier, weil wir ihn davor auch schon in so einem beigen Sakko gesehen haben. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Und auch die, es wirkt halt wirklich echt wie so ein bisschen Recycling. Erinnert euch bei Spectre an die Szene, wo James Bond in Rom ist und in dieser großen Halle und Blofeld, Oberhauser, Entschuldigung, ihn so ein bisschen vorführt, vor allen Leuten und plötzlich auch alle sich zu James Bond umdrehen, wirkt halt hier auch wieder genauso. Ne? Anderes Setting, klar, aber... Ja, sie finde ich halt auch richtig klasse, spätestens seit Blade Runner. Oh, wie heißt sie? Oh, ich bin echt mit Namen heute so ein bisschen. Aber ihr wünsche ich auch wirklich eine Rolle, eine starke Figur. Man hat, glaube ich, im Teaser auch gesehen, dass sie ein bisschen am Ballern ist, die jetzt nicht einfach nur so ein Beiwerk ist und verschenkt, wie zum Beispiel Monica Bellucci bei Spectre. Body. Mine will survive. Und hier, die Szene ist vielleicht jetzt auch nicht wie James Bond, aber haben wir auch schon so in Skyfall gesehen. Mine will survive long after. Aber das sieht halt geil aus. Es ist halt komplett
Marvel irgendwie gefühlt. Aber was hier mit ihm abgeht, warum er hier, vor allem, weil wir ihn ja später auch sehen, kommt jetzt gleich, ohne diese Narbe, ich denke mal, das wird der Bösewicht sein. Was ist da los? Hat er auch irgendwie so ein Virus in sich, der so zurückgehalten werden muss? Er wurde hier offensichtlich angeschossen. Aber das sieht wirklich richtig badass aus. Und vor allem habe ich Schnee sehen, finde ich halt immer geil. History isn't kind to men who play God. Ja. Hier hat er die Narben irgendwie nicht, ne? Es geht auch das Gerücht um wegen dem Titel No Time to Die, dass er eventuell die Reinkarnation, und das ist auch wieder mega jetzt für James Bond Leute, die mega drin sind, vom ersten James Bond Dr. No, dass er die Reinkarnation von Dr. No sein könnte, weil dann macht der Titel, der ja sonst so ein bisschen generisch ist, plötzlich viel, viel mehr Sinn. Und ja. Ah, hier haben wir das Ballern gesehen. Aha, das ist schon. Was ist das hier? Ist das einfach eine Kunstinstallation? Nee, das sind doch hier Brennstäbe, oder nicht? Das sind doch hier Wissenschaftler. Es wirkt teilweise echt wie so ein crazy Science-Fiction-Film. Aber das finde ich ja wieder, das catcht mich wieder, weil ich Bock habe auf so ein Cyber-Terrorismus-Ding, wo auch so ein bisschen was Abgefahreneres abgeht. Wobei, war Dr. No nicht auch? Bei Dr. No hatte doch auch mit, da fällt er doch am Ende in sein Wasserbecken da rein. Boah, da muss ich nachher mal selber, ich war ja auch gar nicht im Reddit, um mal zu gucken, was die anderen so sagen. Aber vielleicht bestätigt sich doch so allmählich ein bisschen dieses Dr. No-Ding. Vermutlich auch überhaupt nicht. Ja. Ja, ist halt immer auch die coolste Szene hier. Okay. Leute, okay, ich bin wirklich... Ich weiß ja nicht. Ich habe mir wirklich was vom Trailer ein bisschen was anderes erhofft. Aber ich gehe natürlich rein, schau mir das auf jeden Fall an. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall vielleicht noch einen stärkeren zweiten Trailer. Das soll es gewesen sein. Schreibt echt super gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist. Lasst uns ein bisschen diskutieren. Und ansonsten hören wir uns heute direkt, glaube ich, schon in wenigen Minuten in einer weiteren Folge von GTA Online. Heute beginnt es wieder mit den Let's Plays. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.